Das Abenteuer der mittelmäßigen Rettichheldin geht weiter, denn wir befinden uns nach wie vor in der Spiegelhölle. Wir wissen ja, Tsukasa hat unseren Rettich und meinen allerliebsten Mitsuba gerettet. Naja, zumindest vor dem dritten Mysterium, der Krähe, den er brutalst zusammengeschlagen hat. Währenddessen versuchen Hanako und Kōminamoto verzweifelt, in die Spiegelhölle zu gelangen, um ihrer Freundin Yashiro beizustehen. Hilfe und Rat suchen die zwei dabei beim Lehrer Tsuchigomori. Dieser verweist auf die Kitsune Misaki Kaida, denn sie besitzt die Fähigkeit, jederzeit in jede Grenzwelt gelangen zu können. Gemeinsam suchen Misaki, Ko und Hanako die Misaki-Treppe auf. Über die Stufen jenes geheimnisumwobenen Ortes gelangen unsere Helden zu einem Spiegel, den Misaki ihnen präsentiert. Das Portal in die Grenzwelt des dritten Mysteriums. Bevor Hanako und Kōminamoto jedoch durch das Portal schreiten, stellt unser Exorzistensprössling unserem Fuchsgeist Misaki noch die Frage, wie es ist, wenn das Geistergerücht über einen selbst geändert wird. Verständlich die Frage, denn Ko hat Interesse daran, ob dies zu einer dauerhaften Wesensveränderung führt. Schließlich ist dasselbe mit seinem besten Freund Mitsuba geschehen. Doch die Kitsune Misaki Kaidan kann ihn beruhigen. Es wird zwar ein Charakter hervorgezogen, den man eigentlich tief in sich vergraben hat, aber in sich ist man noch der Alte. Also sind die letzten Worte, die Ko an Mitsuba gerichtet hat, noch zu ihm durchgedrungen. Nachdem Hanako und Kōminamoto das Portal durchschritten und im großen Panoptikum angekommen sind, stießen unsere zwei Helden doch tatsächlich direkt auf Yashiro. Diese scheint zu schlafen. Tsukasa hatte sie nämlich in einen künstlichen Schlaf versetzt. Doch halt, wer steht da drüben? Ko kann es kaum glauben, ist das nicht Mitsuba? Er scheint jedoch irgendwie fertig zu sein, denn er kniet, gedankenverloren, vor einem Skelett. Was ist geschehen? Nun, was Ko nicht weiß, während er und Hanako noch bei Tsuchigomori waren, hat Tsukasa in der Grenzwelt unseren Mitsuba gezwungen, das herausgerissene Herz des Krähenmonsters zu essen. Warum? Damit er die Macht des dritten Mysteriums wortwörtlich in sich verschlingt. Doch so ganz kontrollieren kann er seine neu gewonnene Macht noch nicht, zumindest in den ersten Minuten. Tsukasa eröffnet unseren Helden die erschreckende Wahrheit über Mitsuba. Der wahre Mitsuba ist damals wirklich beim Kampf in Folge 8 gestorben. Tsukasa hat aber einen Teil seiner Seele an sich gerissen. Und Frankensteins monstermäßig, mit Hilfe von schwachen Geistern, einen neuen Körper kreiert und Mitsubas Seelenessenz hinzugegeben. Tsukasa hat also einen neuen, künstlichen Mitsuba geschaffen. Einen künstlichen Geist. Denn ein Mensch war er nie. Kein Geist eines toten Verstorbenen, sondern tatsächlich ein ganz neuer Geist. Mit den Eigenschaften von Mitsuba, aber ohne Erinnerungen an seine Vergangenheit. Jetzt weiß der Zuschauer auch warum. Tsukasa will Chaos und Zerstörung, so meine Interpretation. Er sorgt also dafür, dass Mitsuba die Kräfte des dritten Mysteriums erhält. Nun kann Mitsuba in seinem Reich alles machen, was er will. Und was will er? Ein Mensch werden. Das ist süß, aber auch unmöglich, wie uns Hanako mitteilt. Denn Geister dürfen nicht zu Menschen werden. Und so stachelt Tsukasa Mitsuba zu einem Kampf mit unserer Heldentruppe auf. Einem Kampf, den Mitsuba entgehen will. Und auch Ko will nicht kämpfen, sondern versucht Mitsubas Erinnerungen, die er ja nicht hat, wieder zu erwecken. Er überreicht ihm das Fotoalbum vom Gartenclub, die Aufnahmen, die Mitsuba selbst gemacht hat. Aber es brachte nichts. Eine schwierige Situation für Kōminamoto. Die Fähigkeiten des dritten Mysteriums sind überwältigend. Weil Mitsuba die Gegenseite nicht verletzen will, schmeißt er sie einfach hausverbotsmäßig aus seinem Reich hinaus. Denn es schießen aus den an der Wand hängenden Spiegeln Geisterarme heraus, die Minamoto, Yashiro und Hanako wieder in die Menschenwelt zerren. Nach dem Abspann wurde ein Cliffhanger, der in Folge 9 eingebaut worden ist, beantwortet. Was ist mit Natsuhiko Hyuga geschehen? Nun,
Er hat es irgendwie eigenständig aus der Grenzwelt voller Türen geschafft und gelangt zum Clubraum von Sakura. Und dort wird er überrascht, denn vermisst haben Tsukasa und Sakura ihn nicht. Und als wäre das noch nicht genug, hängt Mitsuba als neuestes Mitglied auch bei ihnen ab. Wo soll das alles hinführen? Zunächst zu Folge 12, der vorerst letzten Folge von Mein Schulgeist Hanako. Es sind einige Tage ins Land gezogen, seit den Ereignissen in der Spiegelhölle. Wir sehen zum ersten Mal Yashiro in ihrer eigenen Wohnung. Sie macht sich Gedanken über die Geschehnisse der letzten Tage und sie macht sich Sorgen über Ko Minamoto. Er hat sich zurückgezogen, seit er Mitsuba in der Spiegelhölle getroffen hat. Die Ereignisse haben ihn gezeichnet. Doch viel Zeit, sich Sorgen über die Gefühle anderer zu machen, hat sie nicht. Denn der normale Schulalltag holt sie schnell wieder ein. Als wären die langweiligen Vorträge des Lehrers nicht schon mühselig genug, stört nun auch unser Lieblingsschulgeist Hanako die Nerven unseres zuckersüßen Rettichs. Yashiro ist ganz und gar nicht amused davon, dass Hanako ihr während des Unterrichts an die Pelle rückt. Oder ihr mitten im Unterricht eine neue Frisur verpasst. Da möchte man doch glatt einer dieser Mokkes sein, die sorglos und ohne größere Verpflichtungen sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und auf der Fensterbank vor sich hindösen. Aoi, die beste Freundin unserer Protagonistin, fällt auf, dass Yashiro in letzter Zeit viele Selbstgespräche führt. Was könnte der Grund sein? Sie ist besorgt. Denn natürlich wirkt Yashiro auf sie verwirrt, da Aoi den Schulgeist nicht wahrnehmen kann. In der Mittagspause kam es zu einer weiteren sonderbaren Gegebenheit, die Aoi beunruhigt. Yashiro scheint irgendetwas wahrzunehmen, springt von ihrem Stuhl auf, schaut aus dem Fenster und ruft: "Wer spricht da zu mir?" Denn Yashiro vernimmt die Worte der Botschafter des Fischkönigreichs. Oder so ähnlich. Was, Fische? Ja, Fische. Warum auch nicht? Wenn wir uns zurückerinnern, weit zurück, ganz weit zurück zu meinem ersten Hanako-Podcast. Da hat ja Yashiro diese eine Schuppe geschluckt, als sie den Schulgeist zum ersten Mal beschworen hatte. Dadurch ist sie zur rechtmäßigen Thronnachfolge des Fischreichs geworden. Zumindest habe ich das so verstanden. Außerdem, so meinen diese Fische, dieser Igelfisch und dieser Ja-Ja-Fisch, dass sie wunderhübsch aussieht und bereits jetzt viele Prinzen als Verehrer hat. Die Botschafter des Fischkönigreichs bieten ihr an, sich vom Vertrag des aus ihren Augen bösherzigen und kindhaften Hanako zu befreien. Dazu müsse sie nur diesen Trank, den sie ihr überreichen, trinken und ihnen ins Reich folgen. Yashiro, die mittlerweile gelernt hat, solche Verträge nicht sofort einzugehen, auch wenn sich das Angebot sehr verlockend anhört, benötigt etwas Bedenkzeit. Dies nutzt sie, um Misaki Kaidan und den Lehrer Tsuchigomori, um eine zweite Meinung zu fragen. Hanako sagt sie lieber nichts davon, denn ihr ist klar, wie er antworten würde. Wie fällt die Antwort von Yashiro zum Schluss aus? Die Botschafter des Fischkönigreichs gehen von einer Zusage aus. Ein buntes Empfangskomitee lächelt Yashiro aus der Wasserpfütze an, welches gleichzeitig das Portal ins Fischreich ist. Neben dem Igelfisch und dem zustimmenden weißen Fisch mit der roten Fliege gesellt sich auch eine Schildkröte dazu. Doch Yashiro enttäuscht die Truppe mit einer Absage. Dies können die Fische aber nicht auf sich sitzen lassen. Wenn sie nicht freiwillig mitkommen will, dann halt unter Zwang. Und so ziehen die Fische Yashiro in die Pfütze, wo sie sich binnen Sekunden zum Fisch verwandelt. War ihr das nicht klar? Sie wird zur Fischkönigin. Und als Fisch sieht sie super sexy aus. Denn die wohldefinierten Flossen und ihre hübschen Fischaugen verdrehen jedem Fischprinzen den Kopf. Ihre Daikon-Legs, aka Rettichbeine, ist sie somit los. Aber wie immer rettet Hanako dann die Situation. Befreit Nene aus den Klauen, aus den Flossen der bösen Schurken und beschützt sie vor dem Einfluss dieser im Wasser lebenden Kreaturen. Aber so ganz unrecht haben die Fische, die einen Keil zwischen ihr und Hanako treiben wollten, eher nicht. Hanako ist bezüglich seiner Person sehr schweigsam. Und als Freunde
Oder falls es sich dazu entwickelt, dass sie mehr als Freunde werden, naja, sollte man noch den Gegenüber besser kennen. Welche Geheimnisse umgeben das siebte Mysterium, Hanako-kun, von der Mädchentoilette noch? Und welchen Plan verfolgt Kominamoto? Niedergeschlagen scheint er nicht mehr zu sein. Hoffnungsvoll und voller Motivation blickt er auf. Anscheinend ist er fest entschlossen, Mitsuba zu retten. Und so trudeln die Credits der Folge über den Bildschirm, bis die Episode damit endet, wie Yashiro in die dritte Kabine im dritten Stock des alten Schulgebäudes dreimal gegen die Kabinentür klopft und ruft: Hanako, Hanako, bist du da? Ja, und damit endet meine Podcast-Reihe zu Mein Schulgeist Hanako. Mann, war das ein Trip durch, ja, eine ziemlich interessante Anime-Serie. Ich muss zugeben, sie hat mir sehr gefallen. Ich muss zugeben, es hat ewig gedauert, sie durchzusehen. Und das liegt einfach daran, weil ich wirklich Bock hatte, nach jeder Folge direkt einen Podcast aufzunehmen. Das nimmt halt seine Zeit in Anspruch. Ansonsten hätte ich diese wahrscheinlich wirklich in zwei Wochen und einer Woche durchgeschlungen. Ja, mir gefällt die Serie recht gut. Sie endet natürlich irgendwie mittendrin. Aber klar, man möchte mit der Serie Werbung für den Manga machen. Vielleicht kaufe ich ihn mir auch, vielleicht auch nicht. Letztendlich wurden viele Hints, viele Cliffhanger gestreut, die noch nicht so wirklich beantwortet worden sind. Zum Beispiel dieser Schlüssel aus der Vergangenheit von unserem Yugi Amane wurde jetzt nicht weiter drauf eingegangen. Wie die Geschichte rund um Mitsuba weitergeht, habe ich auch keinen Plan. Aber ich bin sowieso erstmal froh, dass er einfach generell in der Geschichte zurückgekehrt ist. Das reicht mir erst einmal schon mal sehr gut. Und ja, mal sehen. Die Serie hat mir auf alle Fälle gefallen. Vielen Dank für den Serienvorschlag. Als nächste Serie mal schauen, was ich mir da anschaue. Ich würde mal sagen, ich schaue erstmal Ergo Proxy. Ich muss erstmal meinen Einkauf von der Anime-Messe durchgehen. Und ja, mal schauen, was als nächstes kommt. Vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören, Liken, Kommentieren und was auch immer. Und bis zum nächsten Podcast hier auf Otaku Explorer.